Hallo und herzlich willkommen hier im Mittelalter. Wir sind bei Bridge Constructor und spielen die Brücke Nummer 11, die vorvorletzte. Baue eine Brücke, um die Truppen vorrücken zu lassen. Gib nicht mehr als 68.000. Das muss ja ein Monstrum werden. Und ja, wir werden uns aber trotzdem nur auf die beiden oberen Hölzer hier beschränken. Klar, wir können ein bisschen was mit Seilen auch machen. Aber die Kohle geht uns recht schnell aus. Wir haben jetzt hier schon fast 10.000 allein nur ausgegeben, nur um diese Brücke hier schräg zu machen. Gut, müssen jetzt allerdings hier Hölzer. Hier haben wir schöne gerade Möglichkeit. Deswegen können wir hier gerade nach oben gehen. Auch hier ist es direkt auf dem Pfosten drauf. Deswegen machen wir hier. Wir müssen aber zur Seite gehen, deswegen unterteile ich die beiden hier ein bisschen. Beziehungsweise, ich brauche es ja eigentlich nicht für die Seitenfestigkeit, da können wir direkt auch durchgehen. Es sollte eigentlich, ja klasse, es geht natürlich nicht. Hier gehe ich rüber und hier machen wir einmal. Jetzt haben wir hier noch einen Stein unten, der total blöd liegt und wo wir jetzt irgendwie versuchen müssen hochzukommen. Was gehe ich hier auf? Mittig, damit ich es zur Seite laufen lassen kann. So, dann gehen wir hier gerade nach oben, um ein kleines Prisma wenigstens irgendwie hinzubekommen. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Okay. Oh, da war natürlich noch ein Fehler drin. Hier brauchen wir noch, damit uns das Ganze nicht auseinanderbricht. Aber da drüben sieht es natürlich sehr, sehr blöd aus. Das wird kein Katapult halten und auf der linken Seite hält es auch noch nicht. Das heißt, da müssen wir auch noch ein bisschen was für die Festigkeit tun. Was habe ich denn jetzt gebaut? Ich habe doch noch gar nichts gebaut. Wenn wir hier nach oben gehen, dann können wir hier einen machen und ziehen hier ein kleineres Hölzchen rein. So. Einmal. Also die linke Seite hält es eigentlich aus. Und jetzt kommen wir zur unschönen Sache. Hier müssen wir noch weiter verstärken. Klar, logisch, da hängt noch irgendwie überhaupt noch nichts drin. Wir machen die gleiche Taktik wie gerade eben. Das heißt, gehen hier auf Mitte, gehen hier auch auf Mitte und ziehen dann zweiten ein und machen noch eine kleine Verstärkung rein, damit es nicht ganz so hin und her wackelt. So. Gerade diese Verstärkung hätte ich eigentlich auch hier beim ersten Teil hier. Aber wenn es geht, wenn es aushält. Klar, sie hält es natürlich nicht aus. Wir brauchen was zum Wegrutschen. So, das sollte das eigentlich vom Wegrutschen irgendwie abschützen. Sie kommen an, sind auf dem ersten Teil. Er wird rot. Allerdings. Okay, hält's aus. Der nächste Teil hält's auch aus. Und sie kommen. Na. So, was können wir an dem Teil noch machen? Wir können die Kraft noch ein bisschen auslagern auf davor. Das heißt, wir gehen hier zwei nach oben. Na. Und hier eins nach unten. Schauen wir uns nochmal an. Also, der erste Teil sieht ja gut aus. Der zweite Teil sieht auch gut aus. Sorgenkind hier noch ein bisschen. Aber die Festigkeit wird jetzt eigentlich weitergegeben und es lang. Es
langt, es langt. Perfekt, alle sind drüber gekommen. Warum können die keine vernünftigen Brücken bauen? 62.000 haben wir ausgegeben. Das war die Brücke Nummer 11. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen zur vorletzten Runde. Dann kriegen wir hier die Gruppe zu und das wird jetzt wohl offenbar wieder eine, ja, lass in den Abgrund stürzen Mission. Ich danke euch vielmals und bis morgen. Ciao, ciao.